Was versteht man unter einem Display? Nun, in dem Fall ist es sehr leicht, indem man hier ein Synonym wählt. Ein Display ist nichts anderes als ein Aufsteller, ein Behälter oder auch ein Ständer. Ja, und zwar, um die Ware besser präsentieren zu können im Laden. Ja, machen wir das, ergänzen wir das noch. Um die Ware besser im Laden präsentieren zu können. Gehen Sie mal wachen Auges durch Ihren Supermarkt. Sie werden diverse Displays finden, die in den Gängen stehen, zum Beispiel von Haribo. Ja, achten Sie mal drauf. So, das sind also Displays und diese Displays werden oft vom Hersteller, dem Händler zusammen mit der Ware zur Verfügung gestellt. Denn wenn der Händler die Ware dann mit Hilfe des Displays platziert, dann läuft auch der Verkauf besser. Das weiß man einfach. Und deswegen gibt der Hersteller die Ware gerne mit Display, damit der Händler sie nur noch aufstellen muss. Ja, das ist ein Display. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.